Ich bin euer Gion Gorbo, das ist Raycor und wird Rayn mal ab in den Kernmeister rein. Was haben wir denn hier noch? Nee. Das ist aber. Ich wäre jetzt 6 Gebäude. Oh, es könnte schwer werden. Aber gut. Wenn wir auf MG gehen würden, würde das funktionieren. Ja, dann gehen wir mal rein. Direkt den Kram hier rein. Dann ist das nächste ein Haus. Dann kommt das da weg. Den nächsten, den wir machen, wird ein Träger, definitiv. Ja. Ich meine, wir können auch ohne Fabriken spielen, das geht halt auch, ne? Dann graben wir halt alles aus. Machen wir das hier weg. Explosion. Raketen geschützt, das ist auch schon mal ganz gut. Das ist aber eine sehr ergiebige Karte. Das kann weg.
Rüsten wir direkt darauf auf. Na, ja, der Raketenwerfer hat Splash. Das ist gut. Ist mir so noch nie aufgefallen, aber gut. Schaut's aus. Oh, dann macht jemand direkt weiter. Direkt hier weitermachen. Nee, warte mal. Den wollen wir nicht stehen immer noch. Oh lol. Da habe ich nicht aufgepasst, da sind zwei gestorben. Naja, Opportunity und so, ne? Block zerstören ist immer wichtig. Spams, einfach den Bohrkorb reinhalten in die Olga. Grüße gehen raus, wenn du das siehst. So, jetzt nehmen wir meine Klassenkameraden von mir. Das ist bestimmt schon 30 Jahre her oder so. Eigentlich würde ich gerne eine zweite Runde hier unten reinfahren. Naja, lassen, aber gut. Dann müssen wir das wohl tun. Wollen eigentlich mal ein bisschen schneller sein. Das auch mal so weit hochbringen müssen. Attention, team.
Ja, es muss noch. Ah, nee, die können das in einem Ruck machen. Kriegen wir noch jede Menge Metallsteine, ist doch schon mal ganz gut. Und wer eben runter muss, weiß auch nur er selber. Oh, einen zweiten Raketenturm hier wird schon funktionieren. Funktioniert ja stellenweise besser als die mit den normalen Geschützen. Naja, gut. Bisschen Schaden kriegen wir, aber ist jetzt nicht berauschend. Gut, dass sie der Taste gibt. Jo. Schilde sind immer gut. Ja, funktioniert ja, ne? Einfach komplette Zerstörung. So. Gespannt. Dann machst du ja ein bisschen mehr Power auf deiner Möhre. Dann machen wir hier Geschwindigkeit rein. Packen wir da gleich noch einen Mörser oben rein.
Nur, jetzt gehen wir ein bisschen auf die Backen. Dann machen wir das, damit wir ein bisschen mehr sehen können. Mehr Leben ist immer eine gute Sache. Minenwerfer. Ich weiß jetzt auch nicht, was mich da geritten hat mit dem Schild, aber gut. Ah, ich wollte die, glaube ich, einfach nur ein bisschen zusammenziehen, aber geht ja. Das Schilde sind halt auch gut, wenn du noch weiter oben eins hast, wenn du da hier die ganzen Türme drin stehen hast. Die wir ja im Moment nicht haben. Ja, die jetzt nochmal die andere Richtung versucht haben. Healing. Ja gut, jetzt haben wir davon ein paar verloren und dann ist das halt so. So, Tag 9. Wir sind nachts. Immer geil, wie die zerplatzen, das ist wie bei Wespenjagd oder Moon damals. Na, jetzt kommen ja wieder die Carriers hier runter. Die hasse ich ja hier, diese Carriers, ne?
dann nehmen wir das. Ja, ein paar haben die Minenwerfer ja weggerissen. Ja, vielleicht ist es streugestützt, ganz praktisch, aber gut. Hat's ja auch gebracht. Das war jetzt hier ein wichtiges Ding. Schwächen das Geschütz und dann kommt hier nochmal ein Mörser hin. Dann kommt da oben gleich auch nochmal ein Raketenwerfer hin. Ein Ding fehlt. Den Laser brauchen wir für den Endboss. Ich denke mal, das wird schon funktionieren, ne? Ja. Die Minen haben wir dann nur für das Kruppvolk stellen. Die Minen hier unten bringen mir halt nichts. Giftkanone vielleicht noch. Wir halten einfach nur noch hier rein. Komm, da ist einer drauf gegangen, weil da ein bisschen Lehm auf seinen Kopf gefallen ist. Nee, das.
Da ist er. So, und da sollte jetzt dann wirklich das Giftzeugs drauf kommen. Sollte ja gehen, ne? Da schlüpfen seine komischen Freunde. Oh, da knallt aber ordentlich was rein. Das Gift hat tatsächlich was bewirkt, weiß ich jetzt nicht. Aber es sieht schon geiler aus als mit unserer normalen Methode. Gut, wir kriegen jetzt trotzdem aufs Maul, aber und zwar nicht zu knapp, ne? Funktioniert. Hier haben wir alles. Funktioniert. So, jetzt könnten wir theoretisch das machen. Hätten wir auch hier machen können. So. Raketendude, der macht schon sein Zeug, ne? Der macht hoffentlich irgendwas kaputt auch unterwegs. Die Minen räumen ein bisschen was weg. Die Hälfte haben wir ja schon mal geschafft. Was haltet ihr eigentlich von Spalier-Obst? Schreibt das mal in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn so Bäume, speziell Obstbäume, so mit ihren Ästen zum Spalier gedreht werden. Aber kein Damage kassiert, das ist gut. Ah ja, gut, das ist ja gerade nicht fähig. Alles klar, Bruder. So, warte mal.
Und dann stellt uns die Mucki ja mal richtig ins Trommelfell. Das Verlangsamungsding ist natürlich auch wieder für den Angkor Wat-Krieger da, ne? Interessant, dass wir mehr von dem hier haben. Obwohl wir hier eigentlich 5 Fabriken am Start haben. Ah ja. Sein, wenn's leere geflogen. So eine Schade halt auch, ne? So. Geslaut. Okay, jetzt wieder nicht. Also die Granatendinger machen dem halt kaum Damage, ne? Ich glaub, Slow war dann vielleicht doch nicht so die Knallerwurst. Kann doch sein, dass er uns jetzt übelst einen reingibt. Ja, da ist er durch. Und da sind wir raus. Schade. Egal, war eine Erfahrung wert. Also die ersten, was ich sag, 6, 7, 8 ist das noch geil, aber dann musst du halt umsattern auf die Türme unten. Sonst funktioniert es halt nicht. Können wir was upgraden? Leider nein. Können wir was in unserer Halle upgraden? Nein. Das ist ja auch geil mit 15. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.